Hallo, ich mache heute ein kurzes Video und gebe Rückmeldungen zu euren Kommentaren. Ich gucke mir die ja immer alle an und schalte die dann frei. Und da waren ein paar interessante Sachen bei, wo ich vielleicht ganz kurz mal was zu sagen möchte, weil wir werden ja im Moment ständig nach unserer Meinung gefragt. Und nicht selten ist ja der Hintergrund, ob man, ich sag mal, politisch korrekt antwortet. Aber ich habe gelernt, mehr denn je in den letzten 3 Jahren erstens selber zu denken, zweitens zu gucken, wer fragt mich da eigentlich und warum. Und manche Sachen weiß ich auch nicht. Ne? Man kann nicht alles wissen. Und das ist auch nicht schlimm, wenn man dann mal sagt, die Frage ist gut, aber ich habe mich noch nicht so intensiv mit dem Thema beschäftigt, dass ich dir keine Meinung absolut dazu sagen kann. Aber ich bin an dem Thema interessiert und wenn du was Gutes, eine Information zu dem Thema hast, dann kannst du mir das gerne geben und so weiter. Also man muss nicht alles wissen und man muss auch nicht immer irgendwie eine abgeschlossene Meinung haben. Das ist genau wie in der Wissenschaft. Man ist ja nie fertig. Man kriegt eine neue Information und zack, ändert sich das ganze Bild. Und dafür muss man nicht, ich sag mal, Professor sein, um das zu wissen. Das weiß eigentlich jeder Mensch, der jeden Tag im Kontakt mit anderen ist. Man erfährt was Neues und denkt, aha, das habe ich noch gar nicht in meine Betrachtungsweise einbezogen. Und ich glaube, im Moment ist eine gute Zeit, um diese Gelassenheit zu lernen, an Themen so ranzugehen wie ein guter Professor, sage ich jetzt mal, auch wenn man irgendwie Handwerker ist. Also das ist egal, welchen Beruf man hat. Es geht um diese menschliche Haltung, offen zu bleiben für Ideen und Gedanken von anderen Menschen. Und das ist auch wichtig, sage ich mal, wenn man zu Hause arbeitet, wenn man einen einfachen Job macht, das ist immer wichtig. Das hat was mit Respekt zu tun. Also da geht es nicht um Wissen, sondern um, ich respektiere den anderen Menschen. Das nur mal vorweg. Also, ich habe euch in das Video, was eins davor ist, ich weiß jetzt die Nummer nicht, über Klimawandel, da habe ich euch 3 Videos reingeschrieben, die ihr euch auf YouTube bei Bedarf, wenn ihr Lust habt, angucken könnt oder wenn jemand aus dem Bekanntenkreis sagt, weißt du mal ein Video zum Thema Klimawandel, da habe ich 3 reingeschrieben und die habe ich mir alle selber angeguckt und ich finde die ganz gut. Das erste ist von so einem Zusammenschnitt mit Wolf-Dieter Stoll, der erzählt was über Klimahysterie und CO2. Das zweite Video ist von Nuo Wiso. Das ist auch ein Kanal auf YouTube. Und da gibt es eine Sendung, die heißt Steinzeit, weil nämlich der Moderator Robert Stein heißt. Und der hat ein schönes Interview geführt mit Professor Werner Kirstein. Da geht es auch um Fakten versus Klimahysterie. Und das dritte Video, das findet man auch auf YouTube. Das ist auf dem Kanal. Der Kanal heißt Im Gespräch. Und das ist mit dem Moderator Michael Mayen. Und der hat ein Video gemacht mit Dr. Bernd Fleischmann. Und da geht es auch um Klimawahrheit und warum sich das Klima ändert. Natürlicherweise. Und da sind ganz viele tolle Fragen drin. Da geht es um, sind die Eisbären vom Aussterben bedroht? Der hat das richtig schön erklärt. Nein, sind sie nicht, nur mal nebenbei gesagt.
Und werden die Malediven kleiner? Nein, die werden größer. Und ist das Klima überall auf dem Planeten gleich? Nein. Am Nordpol ist anders als am Südpol und noch so ein paar Sachen. Also der hat, ich glaube, mehr als man braucht und mehr als man verstehen kann, aber einfach erklärt, drei sehr schöne Videos. Und ich sage immer, ich weiß auch nicht alles, aber wenn ich was wissen will, dann finde ich eine Quelle. Und das sind jetzt nur mal drei beliebige Beispiele, wo man sich auch mal anders informieren kann als bei den offiziellen Stellen, ne? Weil ich sag mal, wenn ich das Gefühl habe, ich werde von den offiziellen Stellen angelogen, ja, dann gucke ich mir nicht die offiziellen Stellen an. Also das eigentlich selbsterklärend, weil ein Mensch hatte mir so eine Rückmeldung gegeben, ich soll mir die offiziellen Stellen mal angucken. Aber genau das ist ja der Punkt, ne? Wenn da was nicht stimmt, dann muss ich mich ja mal woanders informieren. Aber gut, das zum Thema Klima. Ein anderes Thema, wo ihr was zugeschrieben habt, das war, wie kann das sein, dass man Tierfreund ist und gleichzeitig Fleisch isst? Also ich habe da eine ganz einfache Antwort drauf. Die Indianer, die Naturvölker und die Eskimos und ich weiß nicht, wer noch alle, wenn mich nicht alles täuscht, dann sind die unheimlich wertschätzend gegenüber der Natur, den Pflanzen und den Tieren und auch ganz tief mit der Erde verbunden und die essen Fleisch und Fisch. Also ich weiß ehrlich gesagt nicht, dieses Absolute, ne? Ich meine das jetzt nicht zynisch. Nur, ich habe das schon öfter gehört und ich habe das auch schon mal mit einer guten Bekannten durchdiskutiert. Und dann habe ich auch gesagt, die Naturvölker essen in ganz wertschätzender Art und Weise Fisch und Fleisch. Und es geht da auch keiner hin und sagt, wie kannst du nur dir, ich sag mal, ein Reh schießen? Also, ich glaube, das Wichtige ist dieser wertschätzende Aspekt, dass man nicht mehr nimmt, als man braucht, dass man die Tiere in der Natur leben lässt und dass man sich darüber bewusst ist, dass man da gerade ein Tier ist. Und im Übrigen sehe ich das so, jeder wie er mag. Also für mich ist das keine Frage von Ethik oder Nicht-Ethik, sondern eine Frage von Selbstbestimmung und gehe ich wertschätzend mit der Umwelt und den Tieren um. Und dann ist nur meine Meinung, ist jetzt nicht in Stein gemeißelt, aber das ist immer meine Haltung gewesen und das ist für mich auch ein Stück Freiheit, wenn ich selber bestimmen darf, dass ich Fleisch essen darf. Ich habe noch nie grundsätzlich damit ein schlechtes Gewissen gehabt. Ich habe nur ein schlechtes Gewissen, wenn ich weiß, dass das Fleisch aus schlechter Haltung kommt. Also das Tier aus schlechter Haltung kommt, weil das ist nicht gut. Und ich habe da noch einige Gedanken zu, aber das sprengt, glaube ich, den Rahmen. Ich glaube, und das meine ich auch nicht irgendwie unfreundlich oder so, aber ich glaube, immer, wenn wir uns auf etwas versteifen, auf etwas Gutes versteifen, dass das auch einen Grund hat. Und ich spreche da aus eigener Erfahrung. Also, wenn jemand sagt, ich bin so und so engagiert für eine bestimmte Zielgruppe und auf die Zielgruppe lasse ich nichts kommen und die sind so schützenswert und dafür reiße ich mir mehrmals pro Woche ein Bein aus und ich sag mal, das hat auch sowas von zu viel des Guten und das hat auch immer einen Grund. Also ich sehe im Moment, dass die Welt in Flammen steht, aber ich bleibe trotzdem ruhig und
Ich glaube, das ist wichtig, dass man sich nicht übermäßig auf ein Thema konzentriert und das Thema zum Hauptthema ja praktisch hochfährt. Das ist nicht gut. Also ist nur mal so ein Impuls. Man kann auch gute Sachen übertreiben, wenn man ja, ich sag mal, zu viel davon macht. Ist nur mal ein Tipp. Ich habe selber auch schon so Sachen gemacht, wo ich dachte, Mensch, das ist doch gut und da muss ich mich doch für einsetzen. Aber das hatte was mit mir zu tun, ne? Wenn ich zu viel Einsatz zeige. Das ist ein Muster, was ich kenne. Und wenn ich das bei mir selber merke, dann brauche ich Selbstfürsorge. Ich sage das einfach mal so. Vielleicht versteht der eine oder andere, was ich meine. Ansonsten finde ich klasse, wenn Menschen sich für Tiere einsetzen und wenn die sagen, ich bin Vegetarier, finde ich in Ordnung. Also ich habe umgekehrt da kein Problem mit. Das vielleicht so weit. Dann hat mir einer geschrieben, das Wort geimpft ist falsch. Ja, weiß ich. Ich benutze das Wort manchmal trotzdem, damit ich ganz einfach verstanden werde. Ich weiß natürlich, dass diese sogenannte Impfung keine ist. Gut. Und dann habe ich mehrere Kommentare gekriegt zu diesem Klimathema, die sehr ausführlich waren und wo der Hinweis drin war, du sollst. Und dann geht bei mir immer schon irgendwie eine Klappe runter, wenn mir einer sagt, du sollst. Und ich habe dann einfach nur die Rückantwort gegeben, dass man, wenn man möchte, sich anders informieren kann, aber nicht muss. Keiner muss irgendwas. Wissen ist eine Hohlschuld und ich habe dann so einen langen Kommentar zurückgeschrieben, dass YouTube das Ganze gelöscht hat. Jedenfalls Wissen ist eine Hohlschuld und weder ihr da draußen müsst irgendwas, noch ich muss irgendwas. Das ist einfach eine freiwillige Entscheidung, ob ich mich über ein Thema informieren möchte oder nicht. Und ich sehe mich hier auch nicht als diejenige, die irgendwas weiß, sondern die Impulse gibt, die Muster erkennt, die psychologisch an die Sache rangeht und die Bedürfnis hat, das, was sie wahrnimmt und beobachtet, nach außen zu transportieren, falls da draußen einer ist, der irgendwas damit anfangen kann. Also ich bin kein Wissenschaftler und ich muss jetzt auch nicht die CO2-Werte in der Antarktis kennen. Alles gut. Soweit. Also ich meine, das macht einen mental fit, ne? Wenn man mit den üblichen Argumenten konfrontiert wird, die von der anderen Seite kommen, die eigentlich nur so ein Test sind, inwieweit man Wissen hat. Und das ist bei mir sehr schnell erschöpft. Ne? Mein Wissen über Klima ist angelesen, ist nicht wissenschaftlich belastbar. Ist ja logisch, ist ja nicht mein Fach. Und der andere Test ist dann, ob mir das peinlich ist, dass ich nicht alles weiß. Nein, ist mir nicht peinlich. Und der nächste Test ist, ob ich dann jetzt darauf Aufsätze schreibe. Nein, mache ich nicht. So, also ganz kurz. Das nächste Thema war, da hat eine Dame geschrieben, die im Moment in einer Umschulung ist, zur Heilpraktikerin für Psychotherapie. Und die hat ein bisschen erzählt aus ihrem Unterricht, was sie da zum Thema Schizophrenie vermittelt bekommen hat. Und da wurden wohl beispielhaft diese Verschwörungstheoretiker genannt, die Wahnvorstellungen haben. Und da habe ich gedacht, wenn das stimmt, na, dass sowas wirklich vermittelt wird im Unterricht für Heilpraktiker, die den Psychotherapeutenschein erwerben. Da habe ich gedacht, holla, das ist aber nicht gut.
Ich habe dazu einen Satz, weil der Kommentar ist dann auch gelöscht worden, weil ich da so viel zu geschrieben habe. Ein Satz nur. Krank ist nur der, der sich selber für krank hält. Ich habe lange dafür gebraucht, diesen Satz zu verstehen, aber es ist von einem alten Professor von mir, der hat das immer gesagt. Kann man selber einfach mal drüber nachdenken. Krank ist nur der, der sich selber für krank hält. Der Satz ist stimmig und ich habe irgendwann auch verstanden, warum. Mache ich ein andermal nochmal eine Erklärung zu. Und dann fragte jemand, gibt es reellen Austausch hier in NRW, wo man Leute treffen kann, die ähnlich denken wie ich? Ich sage jetzt mal so. Ich bin 1,5 Jahre zum Montagsspaziergang gegangen und weil ich das zeitlich einrichten konnte und ich habe drei verschiedene Städte mir angeguckt, bin dann in einer Stadt hängen geblieben und mir war wichtig, dass da Leute die Veranstaltung anmelden, die friedfertig sind, die nicht wütend auf die Straße gehen, die gut Gruppen leiten können, die, das ist eine hohe Kunst, ne? Eine Gruppe, die emotional ist, zu leiten. Das ist wie Bademeister. Man muss das Ganze immer im Blick haben. Man muss merken, wo irgendwie vielleicht zu viel Emotion ist und dann runterregulieren. Man muss die Leute gut einschätzen und ansprechen können und selber ein ausgeglichenes Wesen haben. Und so einen Spaziergang habe ich gefunden. Und da muss ich sagen, habe ich dadurch, dass ich regelmäßig hingegangen bin, viele Leute kennengelernt, weil die Leute sprechen einen irgendwann an. Also man muss rausgehen aus der Wohnung, man muss sich zeigen auf der Straße. Und dann auch mal mit den Leuten mal einen Kaffee trinken gehen. Und man muss nicht politisch aktiv sein. Also das ist eigentlich das Einfachste, montags zum Spaziergang gehen und gucken, wer sieht sympathisch aus. Und Leute ansprechen. Und ich habe eigentlich, wenn ich so sagen soll, überhaupt keine schlechten Erfahrungen gemacht. Also ich habe da niemanden kennengelernt, der böse ist oder irgendwie nicht echt war oder sonstiges. Ich habe da wirklich nur ehrliche Leute kennengelernt, weil so das ist anders als im Internet, ne, da gibt es Trolle und sowas, aber auf der Straße habe ich sowas nicht gefunden. Aber man muss wirklich gucken, ist die Gruppe friedlich? Ist der, der die Spaziergänge anmeldet, friedlich? Und sobald da irgendwas nicht friedlich ist, ich persönlich gehe dann weg. Aber ich habe Glück gehabt, dass das da friedlich war. Und so würde ich das machen, wenn ich in irgendeiner Stadt in Deutschland wohne. Ich würde mich auf Telegram umgucken, wo gibt es Spaziergänge in meiner Wohnumgebung. Und dann lernt man ganz automatisch Leute kennen. Und Internet ist wieder eine ganz andere Geschichte, ne? Da tummeln sich Leute, die sind beauftragt, irgendwas zu machen, damit andere sich unwohl fühlen. Aber auf der Straße ist das nicht. Also die Straße und die Spaziergänge waren für mich eine unheimliche Motivationsquelle und auch Kontaktbörse, wo ich ganz viele Leute kennengelernt habe. Und die kommen interessanterweise auch aus anderen Städten, weil die das scheinbar alle so machen. Die gehen dahin, wo es angenehm ist. So, das war jetzt schon 20 Minuten. Mal gucken, worüber mein nächstes Video ist. Ich wünsche euch noch einen schönen Feiertag und ich freue mich über eure Kommentare. Bis dann. Tschüss.